Nika Shorty mit Kitty Cat. Hallo. Yo, was geht ab? Was war der erste Sneaker, den du dir bewusst gekauft hast? Es war ein Nike-Sneaker, ein High Top. Ich weiß aber leider nicht mehr den Namen. Irgend so ein, es kann sein, dass es ein Jordan war. Jetzt überlege ich gerade, was ein Jordan? Ich glaube, es war ein Jordan. Wie viele Sneaker hast du? Geschätzt 60. Was ist dein Lieblingsmodell? Air Max. Hast du eine Lieblingsmarke? Ja, also Nike ist meine Lieblingsmarke. Jeremy Scott oder eher ein bisschen schlichter? Jeremy Scott ist eigentlich schon, ich mag das. Mhm. High-Top-Sneaker oder Low-Cut? High-Top. Stellst du die Schuhe auch in die Vitrine oder ziehst du alle an? Eine Vitrine habe ich nicht, aber ich habe so eine sehr, sehr große Ablagefläche in meinem Studio und da stehen die alle der Reihe nach. Rockst du die Schuhe runter oder putzt du sie regelmäßig? Ich rock sie runter. Was war dein letzter Kauf? Mein letzter Kauf war, weiß ich gar nicht mehr. Oh mein Gott. Irgendein Air Max. Mein letzter Kauf war der hier. Wie hieß der nochmal? Sky High. Sky High, genau. Also mein letzter Sneaker-Kauf war Sky High. Typen mit Sneakern, was geht überhaupt nicht? Dreckige Sneakers gehen gar nicht klar. Reseller, ja oder nein? Reseller geht gar nicht klar. Und wie würde ein Schuh aussehen, den du designen dürftest? Mein Schuh würde auf jeden Fall Leopard mit drin haben. Wahrscheinlich irgendwas kleines Pinkes, aber nicht zu viel. Und irgendwas Beiges. Vielen Dank. Bitte.